Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Froster XXL. Und heute für euch die 9. Folge von Wo dann? Und ja, das letzte Mal hatten wir Lamas gefunden und da hatte ich einen halben Herzinfarkt. Und jetzt werde ich wieder mal die Höhle weiter erforschen, weil ich brauche Diamanten. Da wären wir nun. Und jetzt erforsche ich die Höhle weiter. Ja, das letzte Mal ging ich ja da nach oben. Das war nicht das letzte Mal, ich glaube vorletztes Mal, die 7. Folge. Ich weiß es nicht mehr. Und da ging ich ja noch dort oben und da habe ich nichts gefunden. Aber ich möchte dort weiter graben. Und ja, graben wir einfach mal weiter und schauen, was kommt. Und oh, es geht weiter. Lol. Oh, ein Skelett. Okay, das töten wir. Ah ja, langsam schlagen, langsam ausweichen. Gut. Okay, das haben wir im Sack. Nun geht das Abenteuer auch weiter, hä? So, genau. Ich habe hier die Fackeln. Ich platziere mal eine, sonst seht ihr nichts. Dann grabe ich weiter nach unten. Ja, schönes Eisenwald. Leute, ich grabe mal irgendwo anders weiter, weil ihr seht selbst, ich habe mich sehr weit tief gebuddelt mit dem Zickzack oder mit der Drehung, sozusagen, dass ich immer fast am gleichen Ort bin und ich habe nichts gefunden. Das heißt, ich grabe mal einfach weiter, so geradeaus oder so, einfach so schräg mal und dann mal schauen, was ich finde. Also wirklich nicht mehr zurück, sondern wirklich geradeaus und vielleicht ein bisschen rechts. Und ja, ich mache wieder im Schnelltempo. Oho, 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 ich habe etwas gefunden. Lol. Immer wenn ich aufhöre und dann wieder etwas mache, ey lol, manchmal ist es wirklich so, vorhin, wenn ich mal eine neue Form versuche. Oh, das ist ein Skelett. Oh, du Scheiße, wartet, wartet, ich muss mich konzentrieren, weil irgendwo ist ein Viech namens Skelett oder so. What the fuck, was war das? War das ein Creeper? Keine Ahnung. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ah, ich hab's gefunden, wartet, oh oh, hier ist ein Dungeon, nein, warte, das ist ein Skelettspawner, ich muss da weg, 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 ja, ich bin tot. Aha, ich habe mal etwas sehr Spezielles gefunden, statt Dias ein Spawner. Da hat es sicher eine Truhe, da muss ich sofort hin. Gleich bin ich da, noch ein Weilchen laufen und ja, dann sehen wir den Skelettspawner und ja, es wird schwierig für mich, aber vielleicht schaffe ich es ja. Und dann bekomme ich etwas Spezielles. Hier ist mein Zeugs. Alles einsammeln, ganz schnell, schnell. Da ist das Schwert. Ja, ich hab's. Schwert. Uiuiui, das sind so viele. Ich muss die Rüstung nehmen. Ja, ja, es sind da viele Viecher von euch. Ja, da muss ich eine Rüstung nehmen. Ich dachte, das sind so wenige. Ja, das waren mehr als 10 Stück oder so. Ja, meine Fresse. Wollt ihr mich gerade umbringen? Ja, das habt ihr getan, aber egal. Mann! So. Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Es ist zwar eher so eine Durchschnittslänge, so 6 oder 7 Minuten, weiß nicht wie lange es genau geht, weil ich habe es noch nicht geschnitten. Aber ich mache nicht mehr länger, weil den Dungeon möchte ich als eigene Folge nehmen, wie ich die Monster bekämpfe. Weil es geht mir zu lange, falls ich da die ganze Zeit sterbe. Weil ich möchte noch etwas anderes machen und ich habe keine Zeit jetzt da noch mehr reinzustecken. Was ich aber noch ankündigen will ist, dass eine neue Show kommen wird.
und zwar die Frosser XXL Show. Dort tue ich dann einfach so veräppeln, mich mit so bekannten Personen wie Yoda oder Psycho Andreas, wer auch immer. Ich denke, es wird sicher mal lustig, etwas ganz, ganz Neues, statt einer Verarsche, eine TV-Show, die verarscht wird, sozusagen. Und ja, sonst bis zum nächsten Mal.